Eine Fontäne an der Decke. Hebel ist verdächtig. Kann ich nicht öffnen. Scheint einen Schlüssel zu brauchen. Was tust du denn da? Ich weiß es nicht. Dieser Schalter schaltet die Fontäne ein. Aber das Wasser geht auf den Boden, also berühr sie nicht. Ja, und warum habt ihr das Ding überhaupt an die Decke rangepflanzt? Aber das ist doch normaler Fledermausverstand, dass Fontänen an der Decke sind. Ach, jetzt ist der Boden voll mit Wasser. Ja, treibt keine Späße mehr mit dem Dings da. Also mit dem Schalter. Gut. Schade. Werde ein Pool. Ah, das fühlt sich so gut an. Ob das irgendwas Potenzielles verändert hat? Dann gehen wir mal nach ganz oben. Und sanfte Landung. Ich bleibe in dem Raum da drin. Seht euch selbst um. So, eine kaputte Säule. Ein Staubsauger, der an der Decke hängt. Bist du hoch genug, um ranzukommen? Hm? Feels better to have something to pet. Es fühlt sich besser an, wenn es etwas gibt, was man pet, also was man tätscheln kann? Wie, was? Kann ich nicht einfach das Ding nehmen? Hm. Gut, dann gehen wir mal in den Raum rein. Was treibst du hier? Ich bin in Trance. Oh, okay. Das ist versperrt. Scheint kein, das scheint kein Strom dran zu sein. Überhaupt keine, passiert überhaupt nichts, wenn man da dran geht. Versperrt, was ist hier oben? Scheint, als ging es immer noch weiter nach oben, aber ich kann nicht hochklettern. Hey, kannst du uns nach oben tragen? Nein, das Sonnenlicht ist zu stark. Ich will da nicht so nah ran. Das ist das Einzige, was wir ja noch haben. Dieses Ding. Hm. Dann fällt mir langsam nicht mehr so wirklich ein, was wir noch machen könnten. Gehen wir mal nach unten. Wieder raus. Eine große Uhr, die nicht mehr funktioniert. Ein Licht, aber da ist keine Glühbirne drin. Viele Bücher in dem Ding da. Ein Bild, was da hängt. Nichts Besonderes. Sehr cooles Bett. Da würde ich auch gern drin schlafen. Aber ich bin ja nicht in der Lage, an der Decke zu hängen. Aha. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Die Batterien sind ausgelaufen. Können wir da irgendwas gegen machen? Irgendwas gegen machen. Ich habe dieses Gefühl, dass diese Zelle voller Lebensenergie steckt. Vielleicht passiert gibt es irgendwelche besonderen Sachen, Veränderungen, die passieren, wenn man sie isst. Kann man da sonst nichts weitermachen? Vielleicht gibt es doch irgendwo was, was wir auch noch genau untersuchen können oder so, wo ich nur draufklicken muss. Das hier werden wir nicht umsonst aufmachen können. Batterien. Vielleicht können wir ja den Chemiker fragen, ob da hier irgendwas... Moment mal, ist da was? Sieht so aus, als wäre da drunter irgendwas hier. Aber er sagt immer nur dasselbe. Vielleicht kriegen wir irgendwo noch was her. Ich gehe nochmal kurz in die Mitte. Vielleicht können wir hier im Wasser was wachsen lassen. Scheinbar nicht. Da brauchen wir einen Schlüssel zu. Das hier geht nicht mehr. Diesen Pool, den kann es doch auch nicht für umsonst geben, dass der entstanden ist. Oder ich interpretiere wieder viel zu viel in alle Sachen rein und denke, irgendeine Bedeutung muss es haben und es hat letztendlich gar keine. Hier noch irgendwas, was wir untersuchen können. Ich klicke einfach mal wild rum.
Die Säule hier sticht mir auch ins Auge, aber wird wahrscheinlich doch keine Bedeutung haben. Und wir sind zweimal nicht groß genug, irgendwo ranzukommen. Einmal im Raum hier neben, um ganz nach oben zu klettern, und einmal hier wegen dem Staubsauger. Ich klicke hier auch nochmal. Full steht da umgedreht. Wirklich jedes einzelne Ding an. In der Hoffnung, dass wir da noch was genauer untersuchen können. Aber sieht nicht gut aus. Können wir ihm jetzt hier eigentlich? Ne. Geht auch nicht. Dann. Moment mal, Feuerlöscher. Wir können den Feuerlöscher uns noch kaufen. Der muss doch auch zu irgendwas gut sein. Ich guck mal, ob wir sonst noch irgendwelche anderen Items kaufen können. Und vielleicht übersehe ich hier noch irgendein Gebiet, wo wir auch noch eventuell ein Item herbekommen. Ich nehme mal den nächsten Kampf auch mit. Na, der Gegner fängt natürlich zuerst an, weil der Kampf wird uns dann genug Geld verschaffen, um einen Feuerlöscher zu kaufen. Wenn der dann zu nichts zu nütze ist und ich das ganze Geld ausgegeben habe, statt uns weiter hochzuleveln, dann werde ich zwar sauer, aber dafür gibt es ja Spielspeicherstände. So, komm. Haut auf die Kacke hier. Auf die Kacke, habe ich gesagt. So, damit müssten wir 165. Hat das gereicht? Nicht ganz. Gucke ich mich mal nochmal ein bisschen weiter um. Das ist der Wald. Da waren wir. Da waren wir. Ach, ihr mal wieder. Ja. Da können wir mal ruhig den Wirbelsturm machen mit unserem Helden. Der dann wahrscheinlich alle auf einmal auslöschen wird hier. Burst Gyro. Nice. So fühlt man sich wirklich wie ein überstarker Held. Indem man seine zwei Exes und die Mama so schnell mit auf einen Schlag vernichtet. So, da ist das Portal drin. Oben ist scheinbar nichts weiter. Ich gehe noch mal ein bisschen am Fluss lang. Okay. Ja, ist ja im Prinzip wurscht. Ich frage mich, ob was irgendwas Besonderes passiert, wenn wir einfach wegrennen. Okay, wir konnten nicht weglaufen. Das ist ja interessant. Damit klauen die uns jetzt wieder ein bisschen Geld. Das heißt, wir müssen die jetzt sowieso besiegen. Damit wir das Geld wieder drin haben. Oh, mir fällt gerade auf, sie hat ja gar nicht mehr so viel Leben. Haha, haha, ha, scheiße, scheiße. Wobei, jetzt ist die Hexe tot. Vielleicht passiert ja storytechnisch irgendwas, dass sie uns jetzt weggestorben ist. Aber wir können sie ja wahrscheinlich wiederbeleben. Das Problem ist, dann brauche ich wieder extra Geld zum Wiederbeleben. Habe ich jetzt natürlich nicht so gut aufgepasst, ich Depp. Gut. Ach, wie viel hat so ein Wiederbelebungsding gekostet? Verdammte Axt. Ich würde sagen, gehen wir jetzt doch lieber erstmal runter. Scheiß auf am Fluss lang gehen. Das ist weniger als 1000 ist, haben wir das relativ schnell wieder drin. Revival ab 150 haben wir in einem Kampf wieder drin. Zack. Also wieder ein bisschen geheilt. Dann machen wir nochmal ein Kämpfchen, um das Geld wieder reinzuholen, um den Feuerlöscher zu kaufen. Das können wir auch gerne mal drüben machen, auf der anderen Seite das Geld mit 2-3 Kämpfen. Können wir mal schauen, ob wir, wenn wir mit den anderen NPCs reden, ob wir nochmal irgendwo einen neuen Dialog bekommen oder irgendwo eine Hilfe. Na, Moment, du heilst dich mal ganz kurz selber, bevor mir nochmal so ein Missgeschick passiert. Reden wir nochmal mit den NPCs. Vielleicht kriegen wir noch irgendwo einen Hinweis. Irgendeinen neuen Dialog. Mit dem wir noch irgendeine der verbleibenden Geheimnisse da in dem umgedrehten Schloss lösen können. Vor allem, dass wir ein bisschen größer werden. Auch wenn meine Vermutung ist, dass es auf jeden Fall was mit dieser Wachstumszelle zu tun hat. Zumindest wäre das so eine relativ logische Schlussfolgerung. Das heißt, einmal mit dir reden.
Er wird hier warten, bis er seine Meinung ändert. Ich frage mich, ob halt es auch daran liegen könnte, wen man in der Party mit hat. Ich glaube nicht. Ach ja, hier wäre ja sowieso nur Kollege gewesen, der schon mit uns unterwegs ist. Das heißt, schmieden. Okay, das haben wir im Prinzip schon, aber sonst nichts weiter, außer weiterhin Dinge zu produzieren. Dann bleibt ja im Prinzip nur noch der Anfänger hier im Beginnerdorf. Unser komischer Kauz hier. Der Super Newbie war es gewesen. Der auch hier warten wird. Eine Menge Müll in der Ecke. Wir könnten ja irgendwas mitnehmen, was uns helfen könnte, aber scheinbar nicht. Hier noch irgendein anderes Item drin. Das Gift könnten wir uns halt auch holen. Ich meine, vielleicht können wir das irgendwo anderweitig einsetzen. Es kostet auch noch 40. Komm, nehmen wir mal ein Gift mit. Vielleicht können wir damit die Fledermaus, Königin aufwecken, indem wir sie vergiften. Wird da, ja, die andere Fledermaus bestimmt sehr glücklich sein. Komm, schlafen wir einfach mal. Scheint nichts zu passieren. Auch wenn man unendlich viel schläft hier in dem Spiel. So, dann haben wir einmal Gift mitgenommen. Wie viel Geld brauchen wir jetzt wieder? Ach, wir können auch mehr als 10.000 sammeln. Okay, gut. Dann ist das ja kein Problem. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass es dann wirklich auch nur maximal 9.999 gibt, die man ansammeln kann. So. Vielleicht hatte ich vermutet oder gedacht, versteckt sich irgendwas im aktuellen Heldenwald noch. Aber ganz offensichtlich doch nicht. Gut, dann mal zurück zum Zelt und zum anderen Automaten. Dann speichere ich auf jeden Fall, bevor ich den Feuerlöscher kaufe. Weil der wird eine ordentliche Stange Geld kosten. Für den Fall der Fälle, dass wir ihn kaufen, was machen und danach immer noch Geld brauchen, nehme ich mal die Kämpfe weiterhin mit. Zumal das mit dem Fliehen ja bislang nie so wirklich gut geklappt hat. So. Dann mal kurz die Schleimerchen besiegen hier. Da oben in dem Turm waren wir ja drin gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man ja in die ein paar der Orte nochmal rein, in denen man dann nur Dialog und Kämpfe hatte, aber sich nicht so wirklich umschauen konnte. Vielleicht findet man da ja nochmal was. Gerade noch eine andere Sache, die mir da noch einfällt. Ja, ich würde sagen, ich mache hier dann mit Telt einfach mal einen ordentlichen Angriff, alle auf einmal auszuschalten. So. Die Kacke hat es mal wieder überlebt. Tja, Scheiße vergeht halt nicht. Na gut, eigentlich Unkraut, aber direkt nach Unkraut kommt ja Scheiße. Und Scheiße düngt Unkraut. So ist da der Kausalzusammenhang. Jawohl. Gut, dann. Ach, halt! Ich weiß, wofür wir den Feuerlöscher brauchen. Den werden wir nicht hier brauchen. Der wird uns retten, dass wenn wir wirklich in die reale Welt zurückkommen, wenn wir den nicht dabei haben, gibt es wahrscheinlich ein Bad End. Wenn wir den dabei haben, können wir uns durch das Feuer kämpfen, jemanden irgendwas retten und dadurch vielleicht zu einem guten Ende oder so gelangen. Dafür wird er da sein. Jetzt. Nee, das hier kann ich noch auf demselben machen. Danach würde ich dann mal auf einen neuen Spielstand gehen. Weil das wird jetzt, denke ich mal, einen ziemlich großen Unterschied machen, ob man den hat oder nicht. Deswegen jetzt einmal davor gespeichert. Und jetzt einmal danach. Vielleicht können wir ihn auch noch anderweitig nutzen. Das heißt, wir haben jetzt Gift, Feuerlöscher. Jetzt gehe ich noch mal zu ein paar der Orten, bei denen wir schon waren. Warte mal, der wollte irgendwas Liedtechnisches hören oben. Da haben wir natürlich absolut gar nichts. Gehen wir noch mal hier rein. Okay. Sollen wir oder brauchen wir nicht?
Ich glaube, beim Fuß war auch nichts weiter gewesen. Da haben wir ja auch, ich auch schon im Prinzip überall immer runtergeklickt. Schade, dass wir hier nicht noch. Okay, müssen wir auch nicht wieder rein. Hexe hält uns auf. Hat der alte Held nicht noch was hinterlassen? Moment mal. Wiederbeleben? Schade. Oder vielleicht einfach mit Heilung? Nee. Ach, Moment, wiederbeleben. Revival Pill. Na klar. Mal sehen, ob das irgendwas Neues, irgendeinen neuen möglichen Weg frei macht. Ansonsten haben wir halt eine Revival Pill für den Fall der Fälle. D-d-d-d-dum. Blaue Milch, bla 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 blub. Ich frage mich halt, ob man ansonsten ein ganz hohes Level haben muss, um dann groß genug zu sein, im übertragenen Sinne des Wortes, um da zu dem Paar der Sachen in dem Schloss, in dem Umgekehrten hochkommen zu können. Wäre auch noch eine weitere Idee. Also mir fällt noch ein bisschen was ein. Immer mal ein bisschen um die Ecke denken. So. Tatsache. Warum hast du mich getötet und dann wiederbelebt? Dieses Mal besiegt er mich nicht so leicht. Töten! Oh, okay. ist er jetzt stärker? Wenn ja, was passiert? Ist er dann einfach zum Farmen von Geld da oder so? Im Tausch für 150 Pillen kriegt man bei ihm dann. Na gut, er hatte ja nur 1500 gehabt beim letzten Kampf. Na gucken wir mal. Kämpfen wir halt einfach nochmal gegen ihn. Vielleicht, wenn es jetzt wieder nicht allzu spannend ist wie beim letzten Mal, dann werde ich jetzt hier zum Ende des Kampfes, denke ich mal, einen Schnitt machen. Okay, jetzt habe ich gerade am Ende noch zwei Items eingesetzt, weil diesmal hat der Mana-Burn etwas intelligenter eingesetzt. Und am Ende wäre jetzt uns fast der Muskelprotz vielleicht gestorben, deswegen habe ich jetzt doch mal Items eingesetzt. Ah, unmöglich! Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, haben wir Geld bekommen dafür? Ja, haben wir. Gut. Jetzt hat sich das ja gar nicht gelohnt. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel jetzt am Ende. Vielleicht würde es sich lohnen. Okay, das ist wahrscheinlich die einfachste Farmmethode, um relativ schnell an Geld zu kommen, statt hier rumzulaufen, Einzelencounter und so weiter zu machen. Um potenziell hochzuleveln. Ich mache das jetzt mal noch nicht. Ich probiere erstmal mit dem. Wir wissen auf jeden Fall, dass es geht. Ich probiere aber erstmal mit Gift und nach Feuerlöscher ein bisschen rum. Hier hätten wir auch Gift gehabt. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Können wir ruhig ein paar mehr von haben. Wenn wir da einen Geld-Farming-Spot in der Nähe haben, sage ich mal. So, schlafen. Jawohl. Yeah, volle Energie. Nein, wir schlafen nicht zweimal hintereinander. Auch wenn man das im Real Life manchmal gerne tun würde. Ja, erst nach hinten gehen, um dann nach vorne wieder zum Loch zu finden. Das könnte man außer Kontext irgendwie falsch verstehen. So, jetzt speichere ich neu, nicht vergessen. Gehen wir mal auf die 2. Jawohl. Das ist also die Königin. Sie hängt da und schläft. Vielleicht können wir bei ihr auch eine Revival-Pille versuchen oder so. Aber als erstes. Schade. Und das? Schade. Okay. Gehe ich erstmal in die Mitte. Erstmal alles ausprobieren, was geht. Können wir den See vergiften? Ich wüsste ja nicht, was es uns bringen sollte. Aber scheinbar geht das alles nicht. Gut, dann nach ganz oben. Ja, ich wüsste nicht, wie man hier Feuerlöscher damit kombinieren kann und sollte.
Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt ihr hier Gift geben würde? Oder einem von den beiden? Wäre sie bestimmt nicht ganz so happy, könnte ich mir vorstellen. Können wir ihn vergiften? Kämen wir nicht mehr runter und hoch und runter und säßen hier für immer fest. Das geht auch nicht, das geht auch nicht. Ja, das wird 100 Schaden verursachen. Nicht damit rumspielen. Ich tue ich überhaupt nicht, als ob ich mit Gift rumspielen würde. Na komm, wir haben gerade gespeichert. Nein. Wir haben gerade gespeichert. Okay, ich hätte jetzt erwartet, vielleicht passiert was, wenn wir schlafen. Weil wir sie vergiftet haben. Macht sie irgendwas mit uns im Schlaf? Jetzt zumindest direkt kam keine Reaktion. Ich nehme mal wieder eins. Ich kaufe auch schon mal ein paar Revival-Pillen, weil ich werde gleich bestimmt ein bisschen auf Farming-Tour gehen. So, dann schlafen wir mal und mal gucken, ob sie was sagt, weil wir sie vergiftet haben. Ja, voll Energie. Offensichtlich hat sie das uns gar nicht so übel genommen. So, jetzt ist natürlich die Frage. Wir haben einen erst auf Level 4, zwei auf Level 3. Wie viel Gold brauchen wir, um alle auf Level 5 zu bringen, wenn es an der Größe mangelt, sage ich mal. Wobei es dann ein bisschen schneller gehen wird, sobald wir die beiden anderen noch auf Level 4 haben. Beim alten Held, denke ich nochmal, da sollten sie stärker zuschlagen können. Wir brauchen fucking 14.688. Gut, dann würde ich mal die Aufnahme an dieser Stelle beenden. Ich würde dann einfach mal den Helden, den alten, den ersten Helden so lange abfarmen, bevor ich die nächste Aufnahme mache oder in so einer Zwischenaufnahme. Oder also ich nehme es nicht, werde es nicht aufnehmen, ich werde es einfach grinden. Dann werde ich einfach mal so viel, bis ich alle auf Level 5 gebracht habe. Und dann mal gucken, was passiert, wenn wir dann wieder ins Schloss gehen. Deswegen, ich werde ein bisschen mich in dem Grind verschreiben. Das soll es allerdings für diese Aufnahme erstmal gewesen sein. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es jetzt gefroren sind. 3 oder 4 Folgen, mal gucken. Ja, deswegen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das wird, denke ich mal, dann die nächste Aufnahme, auch die letzte Isekai-Aufnahme. Spätestens dann gehen wir durch das Tor. Ich wollte nicht zu früh da durchgehen, weil, mal gucken. Wir haben auf jeden Fall einen Feuerlöscher. Damit sollten wir, wenn wir durchs Tor gehen, auf jeden Fall gute Dinge passieren. Wir sollten vielleicht zu einem guten Ende kommen. Vielleicht schaffen wir dann auch irgendwas Harem-Ende-mäßiges. Ich weiß es nicht. Aber nun gut, ich speichere noch einmal jetzt da, wo ich auf dem zweiten Speicherstand, wo ich hier gerade war. Bedanke mich fürs Zuschauen an dieser Stelle und sage wie immer, Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.